Hallo zusammen, ich habe hier einen mobilen Kühlschrank, der keinen Strom hat oder keinen Strom braucht. Der funktioniert mit einer Batterie, die hier oben eingebaut ist. Und so kann ich kühlen unterwegs. Also ich kann eine Kühlkette aufrechterhalten ohne Kühlfahrzeug. Der wird also beladen beim Kunden, wird auf den LKW gepackt, zum Lieferanten, zum Kunden gefahren und dann die Ware ausgeladen. Das Gerät hat eine GPS-Überwachung, also Position, dann Temperatur, Spannungsüberwachung. Das Ding hat Überwachungen, dass es nicht mehr schön ist. Wir haben Türkontaktüberwachung, sobald die Türe aufgeht, habe ich eine Meldung auf dem Portal, dass jemand die Türe aufgemacht hat. Von innen her sieht das so aus. Wir haben oben drin die Lüfter. Da wird dann die Luft, die warme Luft nach oben gesogen und die kalte nach unten. Oder natürlich auch umgekehrt, weil das Ding kann ja auch heizen. Von der Seite sieht das so aus, das sind also 2 Europaletten nebeneinander. Wir haben hier die Temperatur, jetzt 5 Grad, hier haben wir die Spannungsanzeige 100% geladen und einen Hauptschalter, um das Teil auszuschalten. Und hier haben wir den Stromanschluss, damit der im Depot geladen werden kann, weil hier rechnen wir etwa mit 20, wie viel Stunden? Etwa 20 bis 24 Stunden Kühlleistung im Sommer. Das heißt, wir haben eine Tagestour, eine Express-Direktlieferung, können wir damit die Temperatur aufrechterhalten. Ich verlinke euch hier den Standard-Transcool, das ist also das Gerät, in einen normalen Bus rein. Und dann sitzt aber das Kühlaggregat nicht oben drauf, sondern hinten dran und hat keine Europaletten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.